Ja, vielen Dank. Genau das, was eben schon angesprochen ist. Wir haben Ende Juli 2020 eine Befragung unter Hochschulleitungen durchgeführt. 368 haben wir angeschrieben, 104 Antworten bekommen. Das entspricht einer Rücklaufquote von 28%, womit wir ganz zufrieden sind und haben eigentlich das ganze Spektrum an Hochschulen, die wir hier in Deutschland haben, auch mit dieser Befragung erreicht. Die Antworten, genau die Fragebereiche haben wir gegliedert in, wie haben Sie das Sommersemester erlebt, welche Herausforderungen da gab es. Dann im Juli gefragt, was ist für das Wintersemester geplant, was antizipieren Sie da? Und vor allen Dingen dann auch noch, was erwarten Sie daraus für die Zukunft? Also welche quasi transformativen Ideen, welches transformative Potenzial sehen Sie? Das Ganze ist in den Antworten auf 6 Handlungsfelder oder konnten wir in den Antworten auf 6 Handlungsfelder herunterbrechen, die ich dann eben im Folgenden auch vorstellen will. Also die 6 Handlungsfelder eben, was, wie ist es im Sommersemester gewesen, wie wird es im Wintersemester sein und was bleibt davon sozusagen. Zur technischen Infrastruktur, da haben wir auch schon einiges gehört. Die Hochschulen sind eigentlich ganz gut aufgestellt gewesen. Es gab viele, die schon ganz weit waren, da dann sich vor allen Dingen um Bandbreitenausbau gekümmert haben. Andere mussten halt noch Lizenzen erwerben, Tools auswählen. Das Ganze wird dann im Wintersemester jetzt punktuell weiter fortgesetzt. Und in Zukunft wird das natürlich auch irgendwie immer noch wieder irgendwie passieren, dieses punktuelle Ausbau und Anpassung. Bei den Support- und Service-Angeboten muss man sagen, da gab es einen etwas größeren Entwicklungsbedarf, aber auch da konnten die Hochschulen schon auf Bestehendes zurückgreifen. Es wurden Beratungs- und Weiterbildungsangebote aufgestockt. Es gab auch teilweise sogar personelle Aufstockungen in diesem Bereich und die Erfahrungen aus dem Sommersemester werden dann mitgenommen ins Wintersemester. Hinzu kommt für das Wintersemester auch virtuelle Informationsveranstaltungen für Studierende. Das ist vielleicht auch eine Neuerung. Und erwartet, dass es ganz interessant ist, dass halt diese Supportstrukturen stärker in den Universitäten, in den Hochschulen verankert werden und es auch zu einer strukturellen Neuorganisation kommen wird. Also Hochschuldidaktik, IT werden eine wichtigere Rolle spielen. Genau, Kommunikations- und Entscheidungsprozesse. Da ist es so, dass die meisten Hochschulen einfach erstmal einen Taskforce eingerichtet haben, Krisenstab. Sie haben neue Wege beschritten, um zur schnelleren Abstimmung zu gelangen. Und insgesamt diese große Zufriedenheit, wie gut man kollegial zusammengearbeitet hat, ist ganz deutlich gewesen. Im Wintersemester ist es so, dass die Hochschulleitungen eine Rahmenplanung vorgegeben haben und die konkrete Umsetzung dann an den Fakultäten stattgefunden hat. Und was das ausgelöst hat, ist, dass man über die etablierten Strukturen nochmal reflektiert und da auch eventuell Anpassungen vornimmt. Also zum Beispiel wurden virtuelle Gremiensitzungen doch als sehr vielversprechend dargestellt. So, genau. Die Studien- und Prüfungsorganisation, das können Sie sich alle vorstellen, ist natürlich eines der Knackpunkte in dem Semester gewesen. Da gab es einen hohen Entwicklungsbedarf, Fristen wurden angepasst, auch neue alternative sozusagen Formate entwickelt. Und das Ganze zieht sich dann in das Wintersemester mit rein. Diese alternativen Prüfungsformen müssen auch geschult werden. Es gibt immer noch eine relativ große Unsicherheit auch zur Durchführung von Prüfungen, aber es wird eigentlich erwartet, dass die Bandbreite an Prüfungsformaten zunimmt und dass man einfach die Erfahrung auch als Anlass nimmt, hin zu einer kompetenzorientierten Prüfung zu gehen. Und mit Prüfungen sind natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen eng verbunden, was einfach die größte Unsicherheit da war. Den höchsten Entwicklungsbedarf gab es da im Sommersemester und auch die Umstellung war nur teilweise gelungen. Das ist weiterhin eine wahnsinnig große Herausforderung, nicht nur was Prüfung angeht, eben auch der Datenschutz wird allgemein immer noch als großes Problem angesehen. Und diese Situation jetzt, die sich eben auch im Wintersemester fortsetzt, wird aber erwartet, dass das zu einer größeren Rechtssicherheit in Zukunft führt und dass aber die Ressourcen im Bereich von Urheberrechtsfragen, Datenschutzfragen, Rechtssicherheiten weiter ausgebaut werden. Für die digitale und die Präsenzlehre ist es halt einfach so,
dass man am Anfang tatsächlich vor allen Dingen Wert auf die technische Umsetzung gelegt hat, dann quasi eine große Spanne in der Qualität hatte und jetzt versucht im Wintersemester qualitativ ein bisschen nachzusteuern. Und das halt, das fand ich ganz interessant, also einfach Präsenzlehre als wertvolle Ressource angesehen wird und später dann mittelfristig auch irgendwie so behandelt werden soll. Also man schätzt schon die Flexibilisierung der Angebote, die entstehen, aber eben, dass man genau weiß, was man auch präsent dann vermitteln wird. Genau, und die Studie habe ich zusammen mit meinen Kolleginnen Elke Bosse und Astrid Bog durchgeführt und vielen Dank. Ich hoffe, Sie können sich noch die E-Mail-Adresse notieren, aber die Folien sind ja auch sonst online. Und 5 Minuten Fragen haben wir auch noch gleich.